Ja, der Laokoon ist wohl die bekannteste Skulptur der Antike. Vor allem im 18. Jahrhundert war sie der Inbegriff der antiken Skulptur. Und zwar ist es ein berühmtes Werk, was den Priester aus Troja Laokoon darstellt, wie er von zwei großen Schlangen zusammen mit seinen beiden Söhnen zu Tode gewürgt und gebissen wird. Eine sehr ergreifende Darstellung. Und deshalb ist ganz klar, dass Heine den Laokoon auch immer an den Anfang seiner Vorlesung gestellt hat. Damit beginnt er immer die Besprechung der antiken Statuen. Das war aber sehr schwierig, einen Gipsabguss dieser Gruppe aus Rom zu bekommen. Und zunächst ist es Heine nur gelungen, eine Büste zu erwerben. Und er hat diesen Abguss 1772 bekommen können. Für Heine war es ganz entscheidend, seinen Studenten visuelle Anschauung zu verschaffen. Sie sollten wirklich etwas sehen. Sie sollten nicht nur in Büchern nachlesen über die antike Skulptur. Und deshalb hat er sich von Anfang an bemüht, auch dreidimensionale Abgüsse zu bekommen, 1:1 von den Skulpturen. So etwas gab es damals noch nicht an Universitäten. Kunstakademien hatten Gipsabgüsse, aber dass man an einer Universität so eine Abgusssammlung einrichtet, war auch etwas ganz Innovatives. Im 18. Jahrhundert hat man sich sehr mit der Antike beschäftigt in Form von Gemmen, also von geschnittenen Steinen, die man für Ringe ursprünglich verwendet hat. Diese Gemmen hat man abgedrückt in Abdrucksammlungen, sogenannten Daktyliotheken, und in denen durfte dann auch der Laokoon nicht fehlen. Und so eine Abdrucksammlung haben wir auch hier in Göttingen.